Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 vom Hof der Familie Chaos aus den Voralpen zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und Scheiße. Alles Scheiße auf dem Acker. Also Gülle. Ich war Gülle. Was machst du? Ich pflück hier mal kurz fertig, weil der hat die Hälfte wieder stehen lassen, der Idiot. Okay. Also ich verschiede auf das ausgebrachte Feld. So, dann haben wir nämlich das schon mal drauf und erledigt. So, Moment, ich will mal hier die Ecke so bilden. So. Ich habe mir jetzt überlegt, Schatz, dass ich jetzt die Schiete, ne? Also quasi Gülle, auf das Feld fahre, wo ich jetzt hier gerade bin. Dann ist das 100% gedüngt. Dann auf das Feld fahren, wo wo der Hannes noch ist, der jetzt gerade fertig geworden ist. Und dass ich dann noch Gülle dahin fahre, wo du jetzt gerade bist. Beziehungsweise erstmal Gülle gleich bei dir fahre. Dann kannst du nämlich dein Feld grubbern. Ja. Und dann kann ich das andere Feld machen. Dann sind nämlich die beiden Felder, die wir angesät haben, fertig gedüngt zu 100%. Dein Acker ist dann geflücht. Was wolltest du jetzt eigentlich anpflanzen bei dir? Das weiß ich nicht. Ich, also theoretisch irgendwas Ähnliches wie Rüben. Das wäre Kartoffeln. Ja, aber da hast du ja gesagt, da haben wir die Maschine nicht. Da haben wir die Legemaschine nicht für. Die müssten wir dann eben üben. Sonst halt noch mal Rüben, dass wir da das voll machen, die Halle. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Für die Schweinsche. Für die Schweinefakels. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, bevor ich dein Feld machen kann, auf jeden Fall gleich einmal Gülle nachholen muss. Weil okay. Das hier, was ich und, jetzt drin habe, reicht nicht. Und dann könnten wir eigentlich wirklich mal die Tiere versorgen. Das würde auch anstehen. Ah ja, stimmt, ja. Du meinst so mit Futter und so? So, ja. So richtig professionell und so? Brauchen wir dann Futtermischwagen für die Kühe oder hauen wir den erstmal... Silo ist ja auch noch nicht fertig. Die Ballen hast du alle verkauft, ne? Die Silageballen? Mhm. Die habe ich alle verkauft. Ja, aber das Silo ist morgen fertig. Okay, dann müssen wir eh noch warten. Und einen Futtermischwagen brauchen wir den? Wir könnten uns einen Futtermischwagen zulegen. Ja, da würde ich tatsächlich sogar den vom Anderson DLC empfehlen, weil den haben wir noch gar nicht ausprobiert. Stimmt, dann holen wir den dann noch einfach. Ja gut, dann passt... Hey... Passt es heute, glaub ich, nicht mehr. Sonst holen wir beim nächsten Mal das mit rein und dann machen wir das. Ja. Was ist eigentlich Feld 22? Ist jetzt fertig? Nicht fertig? Das können wir dreschen. Ah, okay. Doch, da könnte ich mal oben Raps, unten Sojabohnen, da könnte ich mal den Drescher hinbringen. Ja, also der Raps ist noch nicht fertig, glaube ich, oder? Ein Teil war fertig. Von dem Raps? Ein unterer Teil war fertig, ja. Okay. Uiui. Komme ich hier überhaupt raus? Natürlich. Ich muss sagen, das Güllefass, das wir haben ja jetzt dieses Garantfass, ne, den Zweiachser, der ist nicht schlecht. Total das coole Fass irgendwie. Ups. Was machst du? Nix. Was machst du? Nix. Was machst du? Kommst jetzt halt nicht mehr zu deiner Haustür rein. Kam ich vorher schon nicht, da habe ich den Ladewagen, also den Ballenwagen davor gestellt. Ja, aber der steht jetzt direkt davor, dass ich gerade mit dem Drescher vorbeikomme. Naja, dann ist ja gut, dass du die Nacht immer überspringen musst. Achso. Und dahin musst. Nee. Ist er quasi davor geflutscht? Ja, nein, ich habe ihn hingestellt. Ah, okay. Nee, stimmt, dann mache ich erst, das ein Teil ist fertig. Haben wir da irgendwo mal aufgehört und später angefangen? Wir haben das eine Mal tatsächlich eine Folgenpause drin gehabt. Wahrscheinlich ist von der Zeit her die Zeit dann einfach über diese 7 Stunden Wachstumsphase rübergerutscht. Ja. So, was wollt ihr? Aber wie sieht die Sojabohnen, sind die denn erntereif? Unten ja. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Dann fange ich schon mal da an. Ja.
So. Ich tauche mal wieder Gülle ins Fass hinein. Dann fahre ich zum Feld und bringe die Scheiße raus. Ah. Okay, ich bin da. Oh oh. Was machst du? Oh oh. Was machst du? Nix. Was machst du? Alles gut. Aha, und was machst du? Ich hänge jetzt das Frontdings da an und fange an zu dreschen. Und was war das mit dem Hubs? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Was ist passiert, Sweden? Ist alles gut. Du weißt schon, dass du deine Folge schauen brauchst. Weil das machst du eh nicht. Warum nicht? Weil du bei mir nie schaust. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Das ist nicht wahr. Doch. Neu. Hups, oh, blöd. Was passiert? So, oh Gott. Das Sojabohnen gibt keinen Strom. Was? Was? Hab die Kurve verpasst. Aha. Du fährst bin nicht halt auf der Straße. Doch. Nein, du fährst neben der Straße. Ja, auf der Map. Weil die PDA nicht richtig ist. Ich fahre auf der Weg. Jetzt fährst du auf dem Weg. Ich fahre die ganze Zeit auf dem Weg. Ja, ja. Wie die? Ja. Ich kann es in meinem Video sehen. Naja. Ich bin nur gerade eben aus Versehen zu schnell gewesen und bin dann quasi einmal quer über die Wiese gefahren bis zur nächsten Straße, anstatt oben auf der Straße zu bleiben. Okay. Ja, ich war ein bisschen schnell vielleicht. Affizille. So. Ist das komplett gedüngt hier? Benötigt Kalk? Nein, gar kein. 0% gedüngt. Wollte ich gerade sagen, das dürfte eigentlich gar nicht gedüngt sein. Oh je. Eine Bahn, 1% Ertrag? Ja, das ist... Nicht viel. Lohnt. Nicht. Ich lohnt doch nicht, Sweetie. Also ganz ehrlich, sollen wir da echt drüber dreschen? Ja. Es bringt halt trotzdem Kohle. Genau. Raus. Und dann machen wir auf den zwei Feldern, würde ich fast sagen, auf 22 und 21 Mais. Und was wir eigentlich auch machen könnten, gibt es nicht auch Geld Sonnenblumen? Ja. Machen wir erst Mais und dann Sonnenblumen, weil die würde ich auch gerne mal wieder machen. Ja, gerne. Den Häcksler, den können wir uns ja mieten. Ja, den Häcksler würde ich mir sowieso mieten. Ich hätte da tatsächlich schon was im Gedanken, was man nehmen könnte. Okay. Tatsächlich. Bin gespannt. Solltest du mich nach einem Häcksler fragen? Ich glaube, ich müsste da schon ein. Okay. Wird natürlich nicht verraten, ne? Müsst ihr dann natürlich sehen. Ja. So, also erstes Feld ist fertig mit Gülle. Jetzt die Gülle hier auf das Feld, was du gerade oder was gerade geflügt wurde. Wie weit kommst du mit so einem Tank? Normalerweise, also ich schaffe jetzt so ein, zwei Felder, je nachdem wie groß die sind. Also der Verbrauch ist relativ human. Könnte ein bisschen größer sein, da würde ich noch ein bisschen mehr schaffen vom Fass her, aber dann hätte er auch eine größere Breite. Ne? Mhm. Kleppschlauch wäre noch etwas, was tatsächlich weniger Verbrauch hätte. Gibt's das, wo du doch im Tiergarten warst, da ist doch auch einer Gülle gefahren mit so einem Schlauch direkt am Boden. Ja. In so einer geraden Linie. Gibt's das hier auch? Das gibt's hier auch, ja. Warum nehmen wir das nicht mal? Weil wir dazu noch nicht das passende Güllefass... Also doch, jetzt haben wir das passende Güllefass, um ein Schlauchsystem anzubauen, ja.
Dann müssen wir den nur umbauen auf die Heckhydraulik und dann können wir, glaube ich, so ein Anbaugerät nutzen für die Samsung-Fässer. Das müsste eigentlich auch hier dran passen. Mhm. Und dann hätten wir Schleppschlauch. Ja, das müsste gehen. Das wäre doch mal interessant. Okay. Kann ich ja gleich mal gucken, ob wir das kriegen können, ob wir das hier umbauen können. Ich bin jetzt auch gerade auf dem letzten Acker. Oh, unser Deutz kriegt erstmal eine schöne Gülledusche. Der steht hier voll in meiner Fahrtrichtung. Oh ja, super. Wer darf den nachher putzen? Na, immer der fragt. Ach so, zum Glück habe ich nicht gefragt. Ja, ne? Also hättest du jetzt gefragt, hätte ich jetzt gesagt, du musst. Ja. So, die Gülle glänzt so, wenn man die auf dem Feld ausbringt. Das ist total witzig. Mhm. Riecht auch gut. Ehrlich? Ja, besser wie Stadtgeruch. Ja, das stimmt allerdings, da hast du recht. Oder wie verwesend im Müllton. Ja. So, wenn du verstehst, was ich meine. Ich fahr die Gülle raus. Noch 26% umfasst, das dürfte reichen. Helfer J wird durch ein Objekt blockiert. Aha. Aha. Meint der etwa schon wieder dich? Ja. Hat er dich schon wieder als Objekt bezeichnet? Ja, ja. Es ist ein Arsch. Aber echt, war. Wird gleich vom Lohn abzogen. Echt. So, der Raps ist hier anreif im Wachstum. Der braucht noch, der blüht so schön. Blühender Raps ist einfach schön. Das stimmt. Der riecht auch total toll, wenn er blüht. Ja. So. Gut, jetzt hast du hier gedüngt. Theoretisch könnten wir hier jetzt ansehen, bei dem Rübenfeld. Wo ist denn der... Die Sämaschine, hast du die aufgeräumt mit dem... Ach, das ist der die Dusche gekriegt hat. Ich verstehe. Viel Spaß. Wunderbar. So, das Güllefass ist leer. Dann werde ich mich mal auf den Weg zum Händler machen und mir das Ganze mal anschauen. Beziehungsweise, Moment, dazu müssen wir mal vorher... Warte mal, da sind... ja. Also, Musik, warte mal. Das Kotte Garant PT16. Was können wir denn? Das ist doch hier ein... Ja, okay. Das hier wäre der Meter, 36 Meter. Heiligsblechle. Ich sag 36 Meter. Ist ein bisschen heftig, 36 Meter Güle ausbringen. Also der selber, wir können selber an den, an das Güllefass einen Sprühverteiler machen. Ja, ist recht. Und dieser Sprühverteiler hat 30 Meter. Das ist aber kein Injektor, also kein Schlauch. Ich muss mal gucken, ob ich den hier... Ja doch, den müsste ich eigentlich... Ja, den müsste ich doch an das Fass kriegen. Ich probiere mal was. So, ich guck mal. Ich fahre mal runter. Und schau mir das Ganze mal an, mein Schatz. Ja. Ja, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Zuckerrübenwolken sind das, ne? Zuckerrüben hatten wir drauf. Ja, da wolltest du nochmal Zuckerrüben ansehen, genau. Genau. Das ging ja auch relativ gut auf dem Stück. Beim letzten Mal mit den Zuckerrüben. Gut. Alter Junge, verpiss dich mit deinem scheiß LKW. Scheiß Betonmischer. Entschuldigung für den Kraftausdruck. Aber der Arsch fährt auch nicht zur Seite, ne?
Kann er den Dünger ausschalten? Na, ging doch. Du brauchst einfach keinen Dünger reinfüllen. Na, der ist aber. Okay, aber dürfte er aber eigentlich nicht benutzen, weil kaum was. Also, das Feld ist doch schon gedüngt, oder? Ja, eben, dann dürfte er eigentlich. Dürfte das eigentlich nicht benutzen. So, jetzt machen wir mal ganz kurz hier konfigurieren. 30 Meter, nein. 3 Punkte Hydraulik. So. Konfigurieren. So, also mal so. Doch, der benutzt Dünger. Okay, aber nur ganz wenig, oder? Naja, relativ wenig. Naja, dann lass ihn mal den Dünger benutzen. Der ist aber auch nicht ganz gedüngt. 50%? Nee, das passt. Der ist nur 50% gedüngt. Das Rübenfeld. Dann passt das. Hier ist 100% auf dem Rübenfeld, da kann man auch noch Kalk draufschmeißen, hat er mir gerade gesagt. Connection lost. Nee, mir ist gerade der Server hier. Ich komme nicht mehr drauf. Connected. Jetzt funktioniert es wieder, siehst du? Ist geil, was war das oder? Denn gerade jetzt? Gute Frage. Connection lost, weg. Gerade geguckt, war gerade auf dem Desktop. Jetzt geht's wieder, prima. Jetzt nochmal. Ich wollte ja hier nochmal nach dem Kalk schauen. Nee, hier nicht, aber das Rübenfeld, da können wir nachher noch Kalk drauf schmeißen. Ja, stimmt, das benötigt, glaube ich, Kalk, ne? Ja. So. Ich glaube, da hole ich schön meinen kleinen. Ja. Ich habe mal unser Güllefass umgebaut. Okay. Muss ich mir nachher gleich mal angucken. Ich habe jetzt auch extra, weil wir brauchen ja keinen. Wozu brauchen wir 36 Meter Gülleverteiler? Absoluter Quatsch. Finde ich. Ups. Ist viel zu groß. Okay. Wir haben jetzt nur einen 15 Meter Gülleverteiler. Ja gut, das reicht, klar. Ich zeig's dir mal. Ja, warte, ich komm gleich. Ja, ich stehe draußen bei den Feldern. Ich stelle mich mal so hin, als würde ich arbeiten wollen. So, ich hänge nur schön den Kalkdinger da an. Dünger ist drin. Jetzt muss ich den Dünger raus, oder was? Oder haben wir dann extra... Mit dir entladen. Okay. Kalk müsstest kaufen. Ja, aus dem Dings aus dem Dings raus aus dem Silo. Das funktioniert. Müsste eigentlich. Aha. Ja, geht. Perfekt. So, Sweetie. Ein Blick drauf werfen. Ja. Weil sonst müssen wir nämlich gleich Feierabend machen. Ihr rennt zu Fuß. Zeig mal. Wow. Guckst du umgebautes Güllefass? Klapp's mal aus. Jetzt wird Deiler. Ja genau, so sah der ja aus. Wow. Und das sind 15 Meter. Das sind 15 Meter. Und 34 ist das Doppelte. Genau, und dann ist das geil. Den nehmen wir dann drüben bei dem, was der gerade aberntet. Mhm. Benutzen wir den, oder? Ja klar. ANGT. Passt doch. Das stimmt. So, liebe Lüt. Das soll es aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend.